mal das Seil. Achtet darauf, dass das so unter dem Seil ist. Das Auge guckt euch an, legt das hier rüber, packt das Seil einmal unter dieses Seil. Ich habe jetzt 10 Meter Seil genommen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen länger. Jetzt packt ihr das einmal hier rüber, schiebt das von unten in das Auge, über das andere Seil rüber, in die nächste Öffnung wieder rein. So, zieht dann das Seil. Schon habt ihr eine sehr nette Acht, die man noch ein bisschen schöner machen kann. So. Zieht dann das Seil unter die Brust, geht einmal nach hinten. Dann würde es jetzt nur für den Brustbereich sein. Dann hättet ihr es nur für den Brustbereich. Könnte man jetzt hier schön mehrmals rumknoten. Hier dann nochmal diesen Knoten machen, zum Beispiel. Um die Taille ein bisschen zu betonen. Und dann hinterher rum hochzugehen. Oder wir machen es, weil wir eigentlich ein kleines Harness machen wollen, machen wir jetzt das gleiche nochmal. Wir schieben jetzt wieder. Legen das Seil drüber, holen uns das Ende schon mal. So. Wie gesagt, ist immer noch drüber. Gehen hier einmal runter. Hier einmal über das Seil, da drunter, über das Seil. Und hier in die Öffnung rein, dann das Ganze nur ziehen. So. Im Moment sieht es jetzt noch nicht so schön aus, ist logisch, wir fangen ja auch erst an. Machen wir hier unten das nochmal. Einfach nur Seil rüberlegen, andere rüber, Ende holen. So. Einmal runter, rüber und hier wieder rein. Zusammenziehen, damit wir auch eine schöne kleine Acht haben. So. Wir könnten jetzt natürlich den Knoten noch mal hier machen, unten bei der Scham. Ich ziehe es aber jetzt einfach nur mal rüber, drehe die Puppe um oder die Partnerin. Gehen einfach hoch. Hier wäre ja natürlich die Po-Ritze. Ne? Jetzt kann man es machen, entweder macht man hier nochmal so einen Knoten oder wir gehen einfach, was auch sehr reizvoll aussieht, einfach so von vornherein hier rüber. Mache ich jetzt mal einfach so. Gehen hier mit dem Seil durch.
ziehen es stramm. Wie gesagt, das ist jetzt nur einfach. Hätten wir hier einen Knoten, würde es jetzt zusammengezogen bleiben. Manchmal sieht das besser aus, je nachdem, was für einen Hintern man hat oder was man auch erreichen möchte. Ich mache jetzt einfach nur mal von vorne ein schönes. Dann gehen wir hier hinten rüber. Einfach nur so unter der Brust durch. Ziehen das schön stramm. Jetzt könnten wir nochmal hier reingehen. Oder wir gehen einfach mal hier so hoch oben durch. Je nachdem, was für eine Brust man hat. Kann das sehr reizvoll sein. So. Dann hinten. Da gehe ich einfach nur mal so hier hoch. Nochmal. Nochmal durch. Hier müssen wir natürlich auch nochmal durch. Nehmen wir das Seil und schieben das einmal hier durch. Wie man sehen kann, habe ich es jetzt hier über Kreuz. So, soll auch so sein. Und jetzt gehen wir hier einmal um den Po rum. Und hier. Könnten den Abschluss jetzt machen und die Seilenden, die versteckt man dann einfach hier drunter und schon hat man ein recht ansprechendes Teil. Oder was man auch noch machen kann, ist das Ganze noch ein bisschen mehr straffen.
gesagt, die Enden, die werden dann hier einfach immer nur so drunter gesteckt. Was man auch machen kann, ist dann hier immer so rein, bis man dann das letzte Ende verstecken kann. Was man auch machen kann, ist, man schiebt es dann hier hinterher durch und versteckt das Ende dann hier unten drunter. Einmal so, dann hier rein. Und hier rein. So verstecken, dann kann man das einmal so zusammen machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Das war jetzt nur ein einfaches, schnelles, was von allen Seiten eigentlich recht ansprechend aussieht. Deiner Partnerin auch gefallen dürfte und gut unter der Alltagskleidung tragbar ist. Wenn man jetzt den Knoten hier hinten so dick macht, man kann natürlich auch dünner machen, indem man einfach die Seilenden nur so runterhängen lässt. Dann ist der Knoten hier hinten am Rücken nicht so dick und er ist komplett alltagstauglich und man kann es dann auch ein paar Stunden unter der Kleidung tragen. Aber das liegt auch an der Partnerin, wie sie es gerne mag. Manche mögen es, hinten oder vorne auch ruhig dickere Knoten zu spüren, weil sie das Eingeschlossensein mögen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und denkt dran, seid immer vorsichtig, es sind lebende Menschen. Tschüss und viel Spaß, euer Meister Peitsche.